Ja. Nein, das gibt es. Doch, eigentlich ist das ein Reaktionsvideo. Copyright habe ich unten in die Beschreibung geschrieben. Das hier ist der Kanal von T-Lan. Die hat 120.000 Abonnenten und keine Videos mehr. Sie hat ihre Videos gelöscht. Ich habe gerade den Reportagen-Livestream angeguckt und da hat er dieses Video abgespielt. Ja, das spiele ich jetzt nicht ab. Und meine Überschrift heißt deswegen T-Lan faked sich durch 15 Minuten, weil ich habe selten so ein schlechtes Schauspiel gesehen wie in diesem Video. Dieses Video, ihre Emotionen, ihre Betroffenheit, ihre ist komplett gefaked und gespielt. Da ist nichts, aber auch gar nichts echt. Null. Da ist null echt. 0,0. Und ich werde euch das auch begründen, warum ich das weiß. Ich war 20 Jahre lang im Heim. Ja, ich war 16 Jahre lang in zwei verschiedenen Kinderheimen und dann 4 Jahre in einem Lehrlingsheim. Und absolut überlebenswichtig in einem Kinderheim ist es, einen Menschen innerhalb von Minuten einzuschätzen. Also ich muss innerhalb von Minuten mein Gegenüber einschätzen können. Das ist einfach überlebenswichtig in einem Kinderheim. Nicht in dem Kinderheim, wie ihr es heute kennt. Ich war vor 40 Jahren im Kinderheim. Das dürft ihr nicht verwechseln. Ich war vor 40 Jahren im Heim, nicht heute. Heute ist in diesem Kinderheim alles Friede, Freude, Eierkuchen. Ja? Man muss also lernen, einen gegenüberstehenden, sitzenden Menschen einzuschätzen. Belügt er mich? Sagt er die Wahrheit? Ist er vertrauenswürdig? Und diese Fähigkeit, die man in 20 Jahren sich antrainiert, die verliert man auch nicht mehr. Die schützt mich heute noch. Und wenn ihr euch dieses Video anschaut, was ich euch in der Beschreibung verlinkt habe, ich hoffe, es ist da noch da. Ich habe selten so schlecht gespielte Emotionen gesehen wie dieses Video. Ein paar Begründungen. Erstens wiederholt sie ständig die gleichen Sätze, weil sie das ohne Konzept gemacht hat. Ja, sie hat es also ohne Konzept gemacht. Sie hat sich nicht vorher was aufgeschrieben, sondern sie spricht das frei. Deswegen weiß sie auch nicht mehr, was sie vor 5 Minuten gesagt hat. Und wiederholt ständig die gleichen Sätze. Dann das Spielen mit den Haaren, wie sie immer so mit den Haaren spielt. Das soll ihre Unsicherheit überdecken. Dieses Ringen nach Worten. Sie ringt tatsächlich nach Worte, aber nicht, weil sie betroffen ist oder weil sie verletzt ist, sondern weil sie gar nicht mehr weiß, was sie noch erzählen soll. Mich wundert sowieso, dass das Video 15 Minuten geht. Dann ein absolut gespieltes Geheule, wie sie sich im Stuhl umdreht, damit sie nicht in Tränen ausbricht. Da sind null Tränen. 0,0. Und ab dem Zeitpunkt zieht sie alle 2, 3 Sätze die Nase hoch. Und spricht auch so, als wäre sie am Weinen. Sie zeigt aber absolut keine Tränen. Die Augen sind nicht gerötet. Und dieses Nase hochziehen soll quasi nur symbolisieren, dass sie gerade am Weinen ist. Ist sie aber nicht. Dann versucht sie während mehrerer Minuten, versucht sie krampfhaft, dass Tränen aus ihren Augen kommen. Es kommen aber keine. Dann versucht sie mit Worten, sich selber in eine Stimmung zu bringen. Ich habe mich verloren. Ich bin nicht mehr der Gleiche. Ich hatte Freunde, die ich liebe. Um sich selbst in eine traurige Stimmung zu bringen, damit das Weinen vielleicht doch noch klappt. Klappt aber nicht. Klappt nicht. Dieses komplette Video ist absolut unehrlich. Es ist von vorne bis hinten gespielt. Ich habe keine Ahnung, warum sie das gemacht hat. Sie hat ja auch ihren kompletten Content gelöscht. Die muss anscheinend völlig verrückt gewesen sein. Ihr könnt ja mal nach T-Lan. Die hat, glaube ich, lauter Reaktionsvideos auch im ganzen Netz. Muss ich mir nochmal angucken. Und sie ist eine sehr, sehr schlechte Schauspielerin. Sie faked sich durch 15, ja gut, sind 16 Minuten. Schaut's euch an. Und dann schreibt mir mal drunter, ob ihr auch meiner Meinung seid. Das würde mich mal interessieren. Ja?
ob er meine Menschenkenntnis, die ich halt nun mal habe, die sogar schon meinen Kindern oft geholfen hat, ob ich mich da nicht... Nee, ich täusche mich da nicht. Selbst wenn ihr drunter schreibt, das ist echt, ihr glaubt das. Es ist nicht echt. Es ist komplett gefaked und gespielt. Komplett. So, und jetzt schönen Abend. Heute ist 1. Mai, ich gehe jetzt ins Bett. Nee, ich spiele noch wegen Arno. Ciao.